Der nächste Song, auf dem wir eine Reaktion audiovisuell aufnehmen und festhalten, ist der Song Gauner von Skogang featuring Yannick D. und 20. Die Ratte ist nackt und irgendwie komisch, als ob sie so ein Kleid anhätte oder so. Warum? Ich weiß nicht, sieht voll strange aus. Was ist das? Vielleicht sind das dicke Eier. Ich glaube, das sind dicke Eier. Kann mich irren. So ein Fleischkleid. Fleischkleid. 3.11.22, also auch relativ frisch. Ja, mehr weiß ich auch nicht. Ich habe das irgendwie nur bei Instagram rumlimmeln sehen, so ein paar Teaser und was weiß ich, was alles. Mehr weiß ich auch gar nicht. Ich habe da nicht reingehört. Obwohl, ich habe nur so grob mitgeschnitten, dass der Beat mehr in eine Oldschool-Richtung geht, was mich natürlich angesprochen hat. Mehr weiß ich nicht. Du? Hast dich spoilern lassen mal wieder? Weiß ich nicht mehr. Okay. Wollen wir starten? Ja. Starten. Es gibt leider kein Video anscheinend, nur das Artwork in verschiedenen Effektausrichtungen, Effektstufen. Hab die Hälfte von uns Traumas, doch keiner macht einen Aufstand. Schaffen Gesetze in einem Ausmaß, dass ich mir denke, ich bin eine abgefuckte Ratte in einem Laufrad. Ja, sie sind Gauner. Das ist doch meine Art von Beats. So hab ich's gern. Da kann der Kopf nochmal richtig hier noch eine Nackenstarre am Ende des Tages bekommen. Vom Schütteln. Reden dann noch von ihrem Business in der Sauna. An dieser Stelle gibt's einen Fick dich für meinen Hausarzt. Steht dieses Ding da wegen Spritzen in der Ausfahrt. Wichtig, dass ich's laut sag. Wir haben die Schnauze voll vom Kapitalisten. Und mit der Zeit kommt es mir vor, als wollt ihr alles besitzen. Und wo ich mich so morgen runter brauch, der Staat nicht zu wissen. Und die Justiz ist sehr am Ende, denn sie zahlen Gerichte. Das Video fuckt mich gerade übertrieben ab. Ja. Yes. Ist Geflimmer. No offense, Jungs, aber lasst das mal mit diesem Rumgeflimmer. Das ist ja gar nicht geil. Deswegen guckt entweder euch. Entweder gar kein Video oder halt ein Video. So, jetzt habt ihr jetzt davon, ihr könnt euch einfach diese Details und so einfach die ganze Zeit anschauen. Bitte sehr. Unsere Blauen haben Eide gebrochen. Und momentan kommt es mir vor, als wären wir Feinde geworden. Und in den Großstädten wird dann bald mit Steinen geworfen. Geht bei Blackwater lutschen, habt die Scheiße verbrochen. Der größte Gauner ist der Staat, Haushalt ist am Arsch. Schaut mal draußen nach, Rentner klauen auf ne Macht. Ah ja, die Jungs haben auch die Eigenart, dass man häufiger die Politik oder politische Bewegungen angreift, nicht wahr? Nicht wahr. Ihr habt das Land gefickt, traut euch nicht mehr auf die Straße wegen Angst im Blick, Angesicht zu Angesicht. Die Politik sind nur noch Heuchler und Diener. Da guck ich mir mal an, wer mit der Seuche verdient hat. Und wenn wir ehrlich sind, verdammt nochmal, dann bräuchte die niemand. Packt eure Sachen endlich ein und besucht eure Freunde in China. Ja, sie sind Gauner. Ja, da draußen hat die Hälfte von uns Traumas, doch keiner macht einen Aufstand. Schaffen Gesetze in einem Ausmaß, dass ich mir denke, ich bin eine abgefuckte Ratte in einem Laufrad. Ja, sie sind Gauner. Ja, da draußen hat die Hälfte von uns Traumas, doch keiner macht einen Aufstand. Schaffen Gesetze in einem Ausmaß, dass ich mir denke, ich bin eine abgefuckte Ratte in einem Laufrad. Ich mag seinen Rap. Todes. Fällt mir mega gut. Der Rap ist richtig gut. On point, weißt du, passend, 100% passend auf den Beat. Ja. Der lässt keinen Raum mehr für irgendwelche. Er hat auch so eine Power in der Stimme. Ich mag das total gerne. Also, den Beat reitet er auf jeden Fall hundertprozentig. Ja. Ja, und es ist halt Politik-Rap, ne? Also. Ich glaube, die das nicht ahnen, feiern nicht. Ich weiß nicht, ob die sich dann darauf einlassen können, auf einfach nur auf das Soundbild. Wenn die nicht unbedingt Lust haben auf. Naja, die Message dahinter, ne? Mhm. Aber ist es nicht das, was Hip-Hop am Ende des Tages ist? Auch mal ein bisschen kritischer was ansprechen? Gegen diese Gauner, Widerstand muss wachsen. Hör schneller, weiter und lauter. Kapitalismus, falscher Egoismus, Ausbeutung im großen Stil, Rattenschwanz. Keiner wird belangt, weil das Geld auf den Fidschis parkt. Briefkasten, Firma, kein Recht durch Justizia. Wer kommt der Reiche aus und brauchst und Schickimicki hat? Denkt unser einer, hoffentlich krieg ich die Kittys satt. Wie soll ich die Miete zahlen? Hat der Staat ein Hundesohn? Wasser, Brot, Gas und Strom. Jetzt bin da vom Hungersnot. Und diese Gauner schwimmen mit Scheiß.
Deutschen denken scheinbar nicht an Aufstand. Ja, sie sind Gauner. Ja, da draußen hat. Auch interessant, mal Yannick D. so rappig zu hören. Ich kenne ihn auch nur eher so am Singen immer. Ah, doch, ich habe schon ein paar Parts gehört und er hat dann immer gut eigentlich abgeliefert. Ja. Was klang stabil. Die Hälfte von uns Traumas, doch keiner macht einen Aufstand. Schaffen Gesetze in einem Ausmaß, dass ich mir denke, ich bin eine abgefuckte Ratte in einem Laufrad. Ja, sie sind Gauner. Ja, da draußen hat die Hälfte von uns Traumas, doch keiner macht einen Aufstand. Schaffen Gesetze in einem Ausmaß, dass ich mir denke, ich bin eine abgefuckte Ratte in einem Laufrad. Aber bisher, das ist auch so ein Song, den ich so einfach auch laufen lassen würde in so einem Mixtape oder so, weißt du? Mit so anderen, so ein Rap-Mixtape, Hip-Hop-Mixtape so wirklich. Fühlt sich gut an. So, zuerst kommt der meinetwegen, dann kommt Kreuzfeld Jakob, dann irgendwie so ein Nas-Song oder so. Würde gut funktionieren. Wir sind die letzte Bastion, Sieger Novenhardt. Verdienen Millionen beim Geschäft mit dem Tod. Der Pfizer CEO macht Cash, als wäre Al Capone. Jetzt kommt das Post-Sex-Syndrom sogar in Fernsehshows. Fällt dir immer noch nichts auf? Bist du echt so doof? Die Gier nach Moses ist menschenschlimmste Infektion. Hinter verschlossenen Türen, Partner in Crime. In der Öffentlichkeit Feind, so bewahren sie den Schein. Wir stürmen den Bohemian Grove. Killuminati, Skogan, Antinom und Funny Crash. Und Political Partys, Geheimbünde und Logen aktiv im Sexsklavenhandel. Für blutige Banknoten, Black. Money. Darum geben wir Politikern den Laufpass und rekrutieren stabile Freiheitskämpfe aus jedem Haushalt. Wann merkt ihr endlich, dass man denen nicht vertrauen kann? Sie sind alles Gauner. Ich seh's in ihrer Aura. Ja, sie sind Gauner. Ja, da draußen hat die Hälfte von uns Traumas, doch keiner macht einen Aufstand. Schaffen Gesetze in einem Ausmaß. Achso. Dass ich mir denke, ich bin eine abgefuckte Ratte in einem Laufrad. Ja, sie sind Gauner. Ja, da draußen hat die Hälfte von uns Traumas, doch keiner macht einen Aufstand. Also sehr, sehr schön, alles kompakt einmal abgeliefert und informiert. Alter, was würdest du die Tagesshow beschreiben? Schaffen Gesetze in einem Ausmaß, dass ich mir denke, ich bin eine abgefuckte Ratte in einem Laufrad. Ja, ist so ein bisschen so halt, wie sagt man, Sozialkritik, Zeitgeist, Politik, Critical, bisschen Conscious, bisschen Straße tatsächlich auch, würde ich fast sagen, rein vom Vibe. Und ja, es ist so ein bisschen der Zeitgeist auch aktuell, ne? Absolutely. Ich werde aber keine Punktabzüge jetzt für das Video geben. Trotz der eigenartigen Effekteinsätze. Ich liebe ja solche Beats. Das sind halt perfekte Beats. Du kannst halt Storytelling machen, du kannst Battle Rap machen, du kannst jemanden dissen, du kannst eigentlich alles auch sowas machen. Ja. Das ist ziemlich nice. Das stimmt. Was ist das hier eigentlich die ganze Zeit? Oh, verpiss dich. Ich weiß auch nicht, aber diese Schuber scheint wohl irgendwie so eine neue Erscheinung zu sein. Ja, Erscheinung würde ich das auch nennen. Können wir vielleicht auch auf etwas reacten von der? Würde mich ja interessieren. Weiß ich nicht, ob ich mir das antun möchte. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wegen dem Reaction-Format, das wir hier aufbauen, dass wir uns ziemlich viel Scheiße anhören. Was das Scheiße ist von dem, was wir bisher gehört haben, ist eben selbst überlassen. Tja, deswegen einfach mal reinziehen. Rezo war scheiße. No offense. Song. Ja. Also ich fand's auch cool, so in der Compilation, so die drei zusammen zu. Gutes Hat Team. Besser gepasst ohne Scheiß, als ich dachte anfangs. Wieso, was dachtest du? Anfangs dachte ich mir so, weiß ich nicht. Nicht, wieso? Dass Yannick D. da gleich irgendwie so drüber singt. Ich habe den Beat ja schon leicht angehört. Ja, ich finde zum Beispiel manchmal, wenn er singt, dass ich, das singt ein bisschen schräg manchmal. Das auch nicht immer so ganz schief. Mein Ding, muss ich ehrlich sagen. So ganz on point. Aber er hat keine schlechte Stimme. Ich glaube, er benutzt auch kein Autotune. Doch, bisschen manchmal, glaube ich. Ja? Ich glaube schon, ja. Na gut, die Songs kenne ich nicht. Dann will ich auch nicht hier Falschaussagen machen. Ja, will ich auch nicht, aber ein bisschen habe ich das Gefühl, doch, so hier und da ein bisschen Melodyne oder so bestimmt. Okay, falls nicht, cool, falls doch. Schreibt in die Kommentare. Ja, wenn ihr es besser wisst, gebt Feedback, ey. Wir wissen auch nicht alles, beim besten Willen nicht. Ja.
Song ist geil. Ich feiere das. Kam richtig nice. Ja. Und Skogan, auch der erste Song, also nicht der erste Song von Skogan, sondern der erste, auf den wir Reaction gemacht haben, war auch ziemlich geil. Eure Stars war das, glaube ich. Eure Stars, genau, der hat eine sehr stabile Beatwahl. Ja, ich fand das Video auch sehr nice. Mhm. Aber, ja gut, Beats sind mir immer extrem wichtig, weil sehr viele Rapper, die haben es echt, die wählen sich, die picken Beats, Alter, da denke ich mir, wart ihr kacken, Alter? Was geht bei euch? Zum Beispiel auch so ein Nas, der konnte nie wirklich Beats wählen, weißt du? Um jetzt mal eine ganz andere Ranghöhe zu nehmen. Nas Beats, ich dachte mir, ja Junge, du kannst irgendwie gut rappen und alles, dein erstes Album, Hammer. Aber hör mal auf zu wichsen, während du irgendwie Beats wählst. Okay. Ist so krank? War voll schlecht. Aber Skogan, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass Skogan sehr viel Einfluss bei der Beatwahl hatte. Ist ja auch auf seinem Channel. Vielleicht hat er den Beat ja auch selbst. Nee, wer hat den Beat gemacht? Stand nee, der da? Beat, der stand da. Das hatte ich nochmal gehighlightet. Ups, ich gehe mal runter. Zack. Dexter. Beat produziert von Dexter. Cover Artwork bei Kid Koga. Kid Koga. Folgt, teilt, tut alles, was ihr zu tun habt. Ihr kennt das Game. Ey, das hat für mich tatsächlich diese 9 erreicht. Ja? Mhm. Oh. Okay. Das hat für mich eine 9 erreicht. Für das, was es ist, ist es eine 9. So. Ich will mich nicht wiederholen. Eigentlich ziemlich geil. Eine gute Single. Okay. Du so. Okay. Ja. Deine Meinung. Na, ich gebe auch. Ich gebe 8,5. 8,5? Mir fehlt ein Video. Ich hätte irgendwie Bock gehabt, ein Video zu sehen. Aber okay, man ja, kann nicht immer sich treffen und Videos machen, ne? Ist halt so. Das ist leider das Ding. Ja. Naja. 8,5? Ja. Dann haben wir insgesamt 8,75, nicht wahr? Richtig. Super. 8,75 für den Song Gauner von Skogang featuring Yannick D. und Twani.